Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WTTV Insight. Wir sind hier am Wochenende beim Top 48 Jugend 18, also mit anderen Worten, die besten Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen spielen hier, die Jungen und Mädchen. Wir wollen euch in dem ganzen Video ein paar Abläufe, ein paar Impressionen von diesem Turnier zeigen. Schaut euch das einfach an, viel Spaß damit. Gegen Ende des Videos werden wir euch dann ein paar von den erspielten Ergebnissen kommentieren und einordnen, sodass ihr vielleicht auch ein paar Informationen habt, was hier so gelaufen ist. Viel Spaß damit und bis später. Ich finde, wir haben hier mit dem Anreisetag 3 wirklich gute Tage zusammen verbracht. Ich habe einen Satz gehört, über den ich mich sehr gefreut habe. Das war, unsere Stimmung ist richtig gut und ich fand auch, dass ihr euch gegenseitig gut angefeuert habt. Wenn ich jetzt richtig liege, sind außer den 4 Schülern und der Melinda jetzt Leonie, Hanna, ich glaube Charlotte wird noch reinrutschen, Tobi, Jashing und Lukas beim Top 48. Die behalten auch gleich die Sachen. Und die Mara auch. Die fehlt hier, Wolf. Ja, also doch 12. Also doch 12. Mara, entschuldige, dass ich ausgerechnet dich vergessen habe. Sehr gute Leistung. Was mir aufgefallen ist, da war die ein oder andere Runde, da seid ihr schon manchmal ein paar kleine Hasen. Ne? Da muss man mal im 5. Satz bei 9-5 auch ein Spiel gewinnen. Oder bei 9 beide dem Gegner auch mal Mut haben und zeigen, dass man gewinnen will. Mal die Faust zeigen, mal die Brust raus, mal böse ins Auge gucken. Da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, Herr Marco. Ja? Also ganz wichtig. Aber wenn wir perfekt wären, wäre es auch langweilig. Deswegen müssen wir weiter trainieren und an genau diesen Dingen arbeiten. Die, die jetzt weiterkommen, wissen Bescheid. Ich finde, die jetzt nicht weitergekommen sind, haben hier auch nicht unbedingt enttäuscht. Also ich finde, wenn man im ersten Jugendjahr ist, muss man auch nicht unbedingt erwarten, dass man sofort hier Bäume ausreißt und alles. Das war gut. Michelle, erste Mal für den WTTV gespielt, super gespielt. Auch bis jetzt nicht weiter, aber wie du aufgetreten bist, super. Okay, Rückfahrt wisst ihr Bescheid, wer in welchem Bus sitzt.
und dann hoffe ich, dass wir alle gut und heil nach Hause kommen. Nächste Woche ist wieder Training. Morgen will ich keinen von euch sehen. Bis dahin, euer Stefan Schulte-Kellinghaus.